Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, endlich mal wieder zurück zum Omni 2, dem Omnibus-Simulator. Und ich bin wieder voll motiviert dabei und wir fahren heute, wie schon bereits vor einigen Tagen, auf Google Plus angekündigt, auf einer neuen Map mit einem neuen Fahrzeug, was ihr da unten schon angedeutet seht. Und die Map heißt nämlich Alheim. Und die habe ich einfach durch Zufall entdeckt, als ich mal ein bisschen durchs Omsi-Forum geguckt habe. Und ähnliches geschah auch mit dem Bus. Der ist nämlich relativ neu rausgekommen. Alheim gibt es schon ziemlich lange. Ich bin bloß nie drauf gestoßen. Ich habe jetzt leider nicht im Kopf, wie genau dieser Bus heißt. Aber das schreibe ich in die Videobeschreibung. Das tut mir jetzt leid. Aber das ist mal nicht so leicht zu merken. Und ja, ihr seht schon hinter uns... Kann ich vielleicht gleich mal dazu sagen. Ich habe die Map Alheim erst ganz vor kurzem installiert. Das heißt, ich habe noch nicht an der AI-List rumgespielt. Das werde ich aber auf jeden Fall machen, weil ich möchte nicht, dass sie eben nur diese Busse rumfahren. Momentan fahren nur diese Busse von Tram Düsseldorf, die O405N Mercedes-Busse in Alheim mit dem passenden Repaint und mit Rollband. Das sind die einzigen, die fahren. Leider funktioniert das auch nicht mit der Zielanzeige. Die ist immer leer. Ich habe aber die Hofdatei drin. Das heißt, ich kann mir nicht so richtig erklären, warum das so ist. Aber ihr seht, die fahren hier schon ganz ordentlich fleißig hin und her. Ist vielleicht ein bisschen viel, also da würde ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Abwechslung in die AI-List reinmachen. Aber das mache ich alles bei Zeiten, weil ich bin nämlich bisher eine Probefahrt gefahren auf dieser Map auf der Linie 10N. Und ich habe mich gleich verliebt, also das war echt super. Hat mir sehr gut gefallen, die Map, ein bisschen was anderes. Aber von der Größe optimal, performancemäßig sollte es eigentlich auch laufen. Also es ist eigentlich ein Traum, ja, und ich frage mich, warum ich sie nicht früher entdeckt habe und sie könnte eigentlich auch zu einer meiner Lieblingsmaps werden. Leider gibt es von dieser Map noch keinen Liniennetzplan. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwann mal einen geben wird. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Überblick über die Linien. Ich bin, wie gesagt, nur eine Probefahrt gefahren. Und ja, weil es jetzt so lange keine Omsi-Folge mehr gab, habe ich mir überlegt, fahren wir vielleicht mal auf einer der längeren Linien. Ich weiß gar nicht, ob es die längste ist. Jedenfalls, leider habe ich noch einen kleinen Fahrplan-Bug. Wie ihr hier seht. Aber alles, was man sehen muss, ist... Ich weiß nicht, warum das so ist. Wenn jemand eine Idee hat, wie man das fixen kann, gerne, ist seit einiger Zeit so. Ja, also, Linie 23 vom Hauptbahnhof im Stadtzentrum nach Derenhofen Bahnhof. Und wir fahren also ab um 12.11 Uhr. Oh Gott, ich rede schon wieder. Es ist 12.08 Uhr. Wir werden Verspätung haben, aber ich denke mal, das werden wir auch aufholen können. Hoffentlich, zumindest. Und wir starten also um 12.11 Uhr und ihr seht, ihr müsst hier gucken, Derenhofen Bahnhof, und das geht dann hier unten weiter. Hier Ankunft 12.55 Uhr. Das gehört sozusagen zusammen. Also haben wir sehr, sehr viel Fahrt. Ich werde das auf jeden Fall in zwei Teile teilen, die Folge, sonst wird das ja viel zu lang, ja, zum Gucken. Das werden dann 50 Minuten und selbst, wenn ich die Folge in zwei Teile teile, wird das, denke ich, lang genug werden. Müssen wir mal gucken. Leider habe ich hier eben nicht den Überblick mit dem Fahrplan, wo ungefähr die Hälfte ist. Ich kann ja nur gucken bis... Naja, Halver Straße ist halt schon wieder zu weit, ne? Irgendwo hier im Niemandsland vom Fahrplan müssen wir eine Pause machen. Muss ich mal gucken. Wenn ich so das Gefühl habe, das reicht jetzt erstmal, dann... ich könnte ja mal einen Timer stellen. Pass auf, das mache ich gerade mal, während ich weiter erzähle. Und zwar, ich muss noch ganz kurz erzählen. Das könnte ich auch während der Fahrt machen, aber ich erzähle es ganz kurz jetzt. Schon mal den Anfang zumindest. Und ja, ich musste nämlich den Omsi neu installieren und ich kann dir mal ganz kurz meine Fahrerakte zeigen. Die ist nämlich völlig jungfräulich, wie ihr seht. Oh, was ist das denn für ein Bild? Ja, das bin natürlich ich in Person. Erkennt man, denke ich mal, sofort. Auch mit den blonden Haaren und sowas, ne? Sieht man sofort, dass ich das bin. Nee, das hatte ich irgendwie gerade noch auf dem PC und ich habe mir überlegt, bevor ich diesen anderen Standardtypen da nehme, war das Einzige, was so ein bisschen in Frage gekommen ist für ein Profilbild, habe ich es einfach mal genommen. Kann ich auch noch ändern. Ja, wenn ihr noch lustige Bilder habt oder so, könnt ihr sie mir gerne zuschicken, die man da als Profilbild nehmen könnte, bei der Akte. Und Geburtsdatum ist natürlich nicht echt, ganz klar. Und ihr seht, eingestellt am 13.8., dann seht ihr auch, wenn ich das aufnehme, weil ich habe nämlich gerade erst erstellt, ich bin noch gar nicht gefahren. Weil ich das nämlich erst gestern wieder neu installiert habe, das Spiel komplett neu. Und dann, also ich habe im Prinzip ein Backup gemacht von dem kompletten Omsi-Ordner, habe dann alles gelöscht im Standard-Ordner, alles über Steam neu installiert und dann die wichtigen Sachen, die ich haben wollte, reinkopiert, weil auf meiner SSD-Festplatte kein Platz mehr war. Und
Und das lag daran, dass ich noch ein paar andere Spiele drauf hatte und ich wollte ursprünglich den OMSI rüber kopieren auf die D-Festplatte, also auf die andere Festplatte, wo viel mehr Platz war. Aber auf dieser Festplatte wollte ich den OMSI nicht haben, weil ich den OMSI wegen Performance auf der SSD haben will. Dann habe ich es wieder zurückkopiert und dann hat es nicht funktioniert irgendwie. Dann waren wieder die Add-ons, die Payware-Add-ons nicht aktiviert und so weiter. Dann habe ich alles nochmal von vorne gemacht und wieder die Sachen reinkopiert, die ich wollte. Und so funktioniert das auch wieder. Jedenfalls der OMSI neu installiert. Ich musste auch mein Lenkrad neu konfigurieren und so weiter. Aber das tut vielleicht auch mal dem Spiel ganz gut. Und jetzt habe ich GTA 4 rüber kopiert auf die andere Festplatte. Ich weiß, ich rede schon wieder viel zu viel. Wir können ja schon mal losfahren währenddessen. Ich habe GTA 4 also rüber kopiert. Das ist ein Spiel, was ich mir mal für 10 Euro oder so bei einem Steam Sale gegönnt habe. GTA 5 ist ja noch nicht raus für PC. Und ja, also, ihr seht schon, die Straßentextur ist auch mal was anderes. Und das sollte alles stimmen, so mit Sound. Meine Stimme im Vergleich zum Spielsound sollte ungefähr klappen. Ich habe einen Test gemacht vorher. So, und ich muss leider mit Pfeilen fahren, ne? Weil ich habe keine Ahnung. 100er ist übrigens der Uni-Express, weil Alhem ist irgendwie so eine Universitätsstadt und da gibt es auch den Uni-Express. Können wir, denke ich, auch mal irgendwann fahren bei Zeiten, wenn ich mich dann auf der Map ein bisschen besser auskenne. Wie gesagt, ich bin nur einmal die Linie 10N hin und zurück gefahren und das war's. Die ist zwar ziemlich lang, fährt auch ziemlich weit. Ich denke mal, ich werde einige Sachen auch wiedererkennen, aber trotzdem habe ich wenig gesehen. So, es ist 12.11 Uhr, ich muss ganz kurz hier einstellen. Wir fahren, das ist ein bisschen anders hier. Entschuldigung. Und ich habe den Timer noch nicht gestellt, das mache ich jetzt am besten gleich. So, Start. Also, Ticketverkauf ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Habe ich lange gebraucht, bis ich es rausgefunden habe. Ich bin nämlich immer so ein bisschen faul, die Readmes zu lesen. Ich versuche das mal selber rauszufinden. Und zwar, wir wollen die Linie einstellen. Das ist noch relativ schlüssig hier auf Linie. Ich hoffe, dass es so. Auslösen, Route. Fahrt ist Route übrigens. Probiere ich einfach mal die 01. Aber nicht drucken, sondern auslösen. DH, fahren wir jetzt nach DH? Ja, wir fahren nach DH, Derenhofen. Auf diesem Fahrzeug wird leider immer nicht die Liniennummer angezeigt, sondern nur das Ziel. Das ist aber nicht weiter schlimm. Und jetzt passt mal auf. Ich zeige euch jetzt mal was. Nämlich, wenn ich die Tür aufmache, das ist eine Eigenheit von dem Bus. Ich brauche erstens die Haltestellenbremse nicht zu aktivieren. Das heißt, ich kann sie einfach so aufmachen. Ich werde wahrscheinlich trotzdem die Haltestellenbremse aktivieren, einfach aus Reflex. Aber, gut, ja. Ich, mal sehen, ist auch egal. So, ich mache jetzt mal die Tür auf. Oh, es passiert ja gar nichts. Ja, jetzt geht sie auf. Also es dauert immer ein bisschen. Hallo. Bis die Tür offen Hallo. Ist, vom Moment an zu drücken. Das heißt, während man noch anfährt an die Haltestelle, kann Hallo. Man im Prinzip schon die Tür aufmachen. Hallo. Und noch Hallo. Eine etwas blöde Eigenheit von den Fahrgästen ist, dass die immer erst hier zurückgehen, um eine Fahrkarte zu kaufen. Dann kommen sie zurück und kaufen dann eine Fahrkarte. Das heißt, bei Zeiten habe ich die Erfahrung gemacht, jemand steigt ein, du machst die Tür zu, willst losfahren und beim Losfahren plötzlich eine Kurzstrecke bitte. Weil das dauert immer ein bisschen, bis sie dann wieder da ist und habt ihr ja gesehen gerade. So, Kurzstrecke, das ist auch noch relativ leicht zu erkennen, das ist hier. Was ist denn jetzt hier? Und das ist auch schlüssig, hier erkennt man die Zahlen leider nicht so gut. 2,30, 3,30. So, bitteschön, du willst auch eine Fahrkarte. Wir werden Verspätung haben. Das ist die Sache, da habe ich ewig rumgesucht. Wo gibt es denn hier bitte eine Fahrkarte? Hier ist Kind, Kind kurz, kurz. Hier, die Dinger kann man alle nicht anklicken. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Hier ist Tageskarte und so weiter und so fort. Entschuldigung. Hier sind Linie und sowas, Storno, keine Ahnung, was das alles ist. Naja, jedenfalls habe ich dann irgendwann durch Rumklicken festgestellt, dass warum auch immer die Einzelfahrkarte hier ist, Z1. Entschuldigung. Da steht dann ihr Ziel und das druckt man dann aus. Hallo, Entschuldigung. Hier steht dann zwar 92 drauf. Hallo, aber ich möchte gerne Fahrkarte eigentlich haben. Ja, das ist es jetzt. So, und jetzt gibt es noch 2,30 zurück. Eine Kurzstrecke. Ich finde das übrigens sehr cool mit der Schrift. Das sieht sehr, sehr gut aus. Nicht irgendwie pixelig oder so. Sieht sehr realistisch, wenn man das hier von der Distanz aus betrachtet. Ich will jetzt mal eine Kurzstrecke. Piep, 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 piep. Wir haben uns alle lieb. So, Danke. Ihr Rückgeld, bitteschön. Dann ist er sogar ziemlich voll. Und er hier, siehst du, da dachte man jetzt nämlich, der geht rein. Und wir können losfahren. Und jetzt ist er nämlich doch zurückgekommen und kauft eine Fahrkarte. Wäre noch eine Sache für ein Update. Und 2,30 zurück. Bitteschön. So. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Ach, wisst ihr was? Ich zeige euch mal kurz den Bus von vorne.
oder von draußen, das haben wir nämlich kaum noch gesehen. Hier ist eigentlich ein Kasseler Repaint und ein Kasseler Bus. Es gibt keinen Alheim Repaint dafür, jedenfalls nicht soweit ich weiß. Wir fahren hier die Version mit Doppeltüren und Automatik. Warum kann ich hier eigentlich klicken? Macht nichts, okay. Derenhofen Bahnhof. Hier natürlich mit Alheim Kennzeichen, Kasseler Modell Eisenbahn. Man sieht, es ist eine Eisenbahn mit Reifen. Nee, keine Ahnung, das ist einfach der Verkehrsbetrieb wahrscheinlich. Das heißt so Antipapiersystem. Also sieht sehr gut aus, der Bus ist sowohl innen als auch außen sehr, sehr stimmig und realistisch. Und auch vom Sound sehr, sehr ansprechend. Von der Steuerung auch, es ist alles da, was man braucht. Also auch ein Kandidat für sehr viele Fahrten. Und auch ein Kandidat auf jeden Fall für die KI-Liste. Willst du noch rein? Nee, du willst nicht rein, du stehst nur schon da. Okay, dann mach ich wieder zu. Alles klar, gut, wir sind zu spät dran, aber ist egal. 4 Minuten. Hört mal hin. So. Dann können wir mal gucken. Ansagen gibt es zum Glück auch. Also sowohl Map als auch Fahrzeug sehr stimmig, gefällt mir. Können wir gleich mal ansagen. Ist ja cool. Nächster Halt, Ehrenhainstraße. So. Ehrenhainstraße. Ist das jetzt gleich hier? Ne, das ist hier der Hauptbahnhof. Genau, 10N, da bin ich nämlich gehalten damals. Okay, ja, ich werde vielleicht ab und zu mal so Déjà-vu-Momente haben, den ich merke, oh, hier war ich ja schon mal. Oh, ich war schon mal, ich kenne das. Da werde ich so ganz stolz lächeln. Ich darf auf die Schulter klopfen, dass ich diesen Ort schon kenne. So. Wird übrigens auch sehr viel mit Höhenunterschieden gespielt hier auf der Map. Dazu nachher noch mehr. Es gibt einige sehr interessante Stellen hier. Werden wir aber noch sehen. So, jetzt habe ich nämlich den Reflex gehabt, angehalten, Haltestellenbremse aktivieren, Tür auf. Und das dauert nämlich immer ewig. Werde ich mir vielleicht im Laufe der Zeit noch abgewöhnen. Aber wenn ich halt währenddessen quatsche, dann mache ich es eher aus Reflex. Wir fahren aber schon mal los, weil ich will die grüne Ampel noch schaffen. So 1,30 jetzt wieder. Der klingt ab und zu so, der Bus. So ganz kurz und links. Als würde, also wenn man so Gas gibt, klingt der sehr leicht so, als würde man ihn irgendwie übersteuern. Würde man vielleicht nochmal hören, wenn ich jetzt... Das ist übrigens der Haltewunschton, den kann man gar nicht überhören. Bernauer Platz. Nächster Halt, Bernauer Platz. Hier auch so Stadtzentrum und so weiter. Oh, sehr viele Leute. So, jetzt mache ich nämlich schon mal die Tür auf. Wupp, und dann geht die nämlich pünktlich auf in dem Moment, wo ich stehe. Hallo. So, und jetzt werdet ihr vielleicht gleich nochmal hören. Hallo. Wenn ich jetzt losfahre. Hallo, hallo, hallo. Na, irgendjemand Fahrkarte? Ja, ich habe den auch neu installiert. Und deswegen funktioniert das auch wieder mit den Fahrkarten. Also ganz einfache Lösung. Solltet ihr auch. Ich habe gehört, dass andere auch das Problem hatten. Wollte eigentlich eine Fahrkarte. Ja, ich suche hier ein bisschen gerade. Sorry. Der Bus ist noch nicht in mein Blut übergegangen, sodass alles automatisch geht. Jetzt habe ich gerade die Haltestellenbremse aktiviert und ich habe auch noch vergessen, die Leute rauszulassen. Ich sehe dich. Ich bin Sauron! Ja, jetzt hört man hin. Ich mache jetzt die Tür hinten zu. Und ich drücke jetzt gar nicht zu doll aufs Gas, ja? Also ihr hört, der übersteuert halt so ein bisschen, aber es klingt vielleicht nicht ganz so gesund, wenn er losfährt, aber es wird schon so sein. Vielleicht sollte ich einfach ein bisschen langsamer beschleunigen. Aber was soll's, das ist schon okay. So, das ist übrigens kein Grafikfehler. Ich denke immer, dass es hier irgendwie das so, dass dann irgendwie die Splines nicht gut aneinander stecken, aber es ist einfach eine weiße Linie, warum auch immer. Mit Absicht. Nächster Halt, Holdau Postamt. Also Holdau ist wahrscheinlich ein Stadtteil von Alheim. Hier will aber niemand rein und raus. Okay, aber wir bleiben einfach mal auf der Busspur. Busspuren gibt es ja auch viele, aber dazu, wie gesagt, gleich mehr. Ich finde es auch sehr, sehr gut gemacht hier mit den ganzen Verkehrsschildern überall. Also der Detailgrad dieser Map ist auch sehr, sehr hoch.
viele Verkehrsschilder, viele Details, die man so gar nicht unbedingt erwarten würde, die wirklich sehr positiv überraschen. Nächster Halt erstmal. Nächster Halt, Lena-Biernath-Straße. So. Lena-Biernath-Straße. Jetzt fahren wir gerade wieder 10N, hallo. Deswegen frage ich mich. Ah, nee, wir fahren da nach links, okay. Bei der 10N ist nämlich da rausgefahren, dann ins Gewerbegebiet. Genau, Ringbergstraße. Das machen wir jetzt aber nicht, okay. Fahrkarte. 2,30. Und hinten auch zu. Schnelles Langmühlen, Busampel. Wir müssen jetzt hier also rüber. Auf die Busspur, das geht schon mal los hier mit Busspur in der Mitte. Da fühlt man sich immer so ein bisschen wie eine Straßenbahn, finde ich. Hier immer mit diesen ganzen Schildern und Ausfahrt und hier diese Vorwarnleuchten und so weiter und so fort. Hier noch im Bahnübergang fahren wir ein bisschen langsamer, damit es nicht so wackelt. Der ist übrigens stillgelegt, wie man sieht. Da wächst auch Zeug auf den Schienen. So. Und hier unten, das finde ich richtig cool gemacht. Freifurter Straße. Nächster Halt, Freifurter Straße. Einfach mal unterirdisch, also nicht unterirdisch, aber so ein bisschen unten die Station. Was dieses 1B da genau bedeutet, weiß ich nicht. Aber hier dann auch wirklich den Aufgang nicht vergessen, ja. Also das ist echt super. Vielleicht sieht man den hier besser. Genau, hier geht es wirklich auch lang. Und die Tür dazu bitte. So, wieder raus aus dem Einschnitt. Es gibt mehrere solche unterirdische Stationen. Teilweise hat man wirklich das Gefühl, man fährt wie eine U-Bahn-Linie, wirklich in einem Tunnel mit unterirdischen Stationen und so. Mal gucken, ob wir das auch noch sehen werden. Nächster Halt, Windhundstraße. Windhund ist wahrscheinlich so eine Mischung aus Windbeutel und kalter Hund. Stelle ich mir lecker vor, auf jeden Fall. Also man fühlt sich wirklich wie so eine Stadtbahn hier, ne? Bahnsteigen richtig so ein bisschen. So, hier braucht man noch nicht zu blinken, wenn man an die Haltestelle ranfährt. Finde ich sehr, sehr cool. Hätte hier fast so Straßenbahnschienen auch verlegen können, ne? Könnte man sich für eine zukünftige Version auch überlegen, ob so solche Linien auch vielleicht durch Straßenbahn ersetzt werden. Los geht's, die Ampeln hier sind immer grün. Ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, wann die immer rot sein können, wofür die genau sind. Wahrscheinlich, falls es irgendwelche Probleme gibt auf der Strecke, dass sie einfach rot zeigen. Beim Busverkehr spart einen das so manchen Stau, das ist sehr, sehr angenehm. So, und jetzt geht es hier eben auch, sehr, auch ein bisschen hoch und so, also das stelle ich mir sehr, sehr anspruchsvoll vor, das so alles zu bauen. Als Mapersteller, ja, ich war zu schnell. Nächster Halt, Listau S-Bahnhof. Übergang zur S7. Jetzt sind wir in Alheim irgendwie. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden mit den Ortschaften. Jetzt fahren wir nach Alheim rein. Wo sind wir denn da gestartet? Wie hieß denn das? Hieß das etwa? Wie hieß denn das da? Das mit H. Habe ich jetzt vergessen. Warte, ich gucke. Holdau. Holdau. War das Holdau, das andere? Weil, warum sind wir jetzt plötzlich wieder in Alheim? Verstehe ich nicht so. Erhöhte Station, Listau S-Bahnhof. Da S-Bahnhof Listau sagen. Hier sagt man Listau S-Bahnhof, ist auch egal. Guten Tag. Ich finde diesen Bus auch sehr praktisch, weil das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Stadtbus und Überlandbus. Also somit, wenn man so guckt, so mit den Sitzen, ist es eher Überlandbus im Inneren, aber es ist halt nicht so, er sieht halt nicht richtig aus wie ein Reisebus. Ne? Also das könnte auch ganz normal ein Stadtbus sein. Das ist wirklich so eine Mischung. Entschuldigen Sie bitte. Und eine sehr angenehme Mischung. Gerade eben für solche Linien geeignet, die etwas länger fahren. Gelb. Baustelle voraus. Ey, das sind halt so eine coolen Details, ne? Muss ich einfach mal sagen. Hier auch, dass man da nicht mehr laufen darf und so. So, du willst eine Kurzstrecke. 2, 3. Danke. Bitteschön. Mann, richtig voll hier. Kann ich mir auch vorstellen, dass das wirklich Spaß macht, auf dem Map zu fahren mit so einem Citaro. Können wir vielleicht auch nochmal machen, aber ich wollte euch erstmal hier diesen Bus zeigen. Diese schwarzen Felder da eben, diese schwarzen Schilder sind, glaube ich, solche elektronischen Warnleuchten. Das heißt, wenn irgendwie Stau ist oder irgendwas ist, dass da irgendwie was aufleuchtet, dann so eine Meldung. Gibt es ja manchmal so auf Autobahnen.
so in gelber Schrift. Aber wenn kein Problem ist, dann gibt's, ist es auf jeden Fall schwarz. Jetzt hat er eben schon die Ampel so gelb beleuchtet, dass es eben eine Baustelle gibt. Werden wir sehen. Ich bin hier, glaube ich, noch nicht lang gefahren. In die andere Richtung bin ich lang gefahren, weil der 10N in die andere Richtung fährt hier lang. So 50. Guck mal, nächste Station. Nächster Halt, Hasenfeld. Ist auch ein süßer Name, muss man ja mal sagen. Hasenfell, aber Hasenfeld. Stopp in 100 Metern, okay. Das ist auch gut, dass man hier gewarnt wird, dass man hier einfach mit 100 Sachen auf das Rad, auf das Stoppschild. So, jetzt kommen wir hier nämlich auf einer Gabelung auf die richtige Strecke und ihr seht, hier ist noch alles im Bau. So, da scheint nichts mehr zu kommen. Ich habe hinten die Tür noch offen. Scheiße. Gut, dass ich da mal in den Rückspiegel gucke. Kann ja mal passieren, hat ja keiner gemerkt. Sonst hätten sich die Fahrgäste ja beschwert, aber die freuen sich wahrscheinlich über die frische Luft. So, wir haben Vorfahrt, das ist gut. Also ihr merkt schon, sehr detailgetreu die Map, sehr komplett, also man hat nirgendwo so das Gefühl, dass da irgendwas ein bisschen Unrealistisches es gibt. Mir sind auch keine Bugs aufgefallen, so irgendwelche Texturfehler oder wo es halt ein bisschen leer aussieht. Es sieht sehr voll aus. Sehr realistisch, sehr detailgetreu. Mich wundert es, dass Alheim, also dass ich da davor nicht so wirklich was von gehört habe, ja. Weil das hat echt Potenzial, mindestens, also ja, vielleicht mindestens nicht, aber auf jeden Fall mit Rheinhausen gleich zu ziehen, so von der Qualität Hasenfeld. Niemand, okay. Wir fahren jetzt nach Tieren. Das finde ich auch geil hier. Ausbau. L432 schützt unsere Dörfer hier, also ein bisschen Demonstranten sind es nicht, aber Demonstrativschilder, nicht Demonstrativpronomen, sondern Demonstrativschilder sind das hier und wir fahren zum zweiten Mal nach Alheim rein. Ich habe das nicht ganz verstanden, wie das ist mit den Grenzen so von dem Ort Alheim. Nächster Halt. Nächster Halt, Focher Straße. Gorch Foch. So, guten Tag. Das sind übrigens die Haltestellen, die sehen so aus, auch sehr gut, hier immer mit den Linien. Haltestellenname, Linien und Ziel, Breckerfeld, ah, wir fahren am Breckerfeld vorbei, das ist die Endstation vom 10N. Dann kenne ich das hier also auch. So, du gehst hinten schönartig zu, hinter uns wartet schon jemand ungeduldig. So, geht jetzt weiter. Und gleich schon wieder das Piepen. Ich wollte eigentlich noch erzählen, warum ich jetzt genau... Es gab nämlich noch einen anderen Grund, warum ich zwei neu installieren wollte. Nächster Halt, Breckerfeld. Musste. Ah, Breckerfeld. Ah, hier sind wir. Wir kommen jetzt von der anderen Seite. Okay. Ja, sorry, euch sagt das vielleicht alles nichts. Oder ihr kennt die Map schon. Das kann natürlich auch gut sein, weil die ist nämlich sehr gut. Das hier ist eine sehr kritische Stelle. So. Gut gemeistert. Und wir halten jetzt also dort. Hier wäre sozusagen die Endstation vom 10N. Sein, dass man im Hintergrund ein bisschen mein Lenkrad hört. So, kann ich aber nichts ändern. Ach, der Segelfeld Klause wieder. Guten Tag, Klause, hast du dich hier niedergelassen, ja? Ich weiß, ihr habt auch eine Filiale in Berlin. Das weiß ich, zufällig. So, ach, die sind ja alle schon eingestiegen, die Leute. Okay, habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Ich stelle mir das übrigens komisch vor, weil hier steht 10N Terminus, ja, also das heißt, der fährt dann hier so hin und macht Pause. Und dann muss er hier starten. Das heißt, wupp, und dann irgendwie so eine Kurve und dann startet er hier. Naja, nee, ich bin dann immer einfach hier gehalten, ist ja auch egal. So, oder der muss einmal rumfahren. Das ist ja auch Quatsch. So, dann, ich denke mal, wir waren ja eh zu spät, also sollten wir auch nicht zu früh sein, 12:28. Breckerfeld ist eh nicht mehr drauf. Hasenfeld war 23, also das kommt schon irgendwie hin. So. Und dann fahren wir jetzt erst weiter. Sound ist schon sehr gut, muss man schon sagen. Es ist halt ein bisschen schade, weil es gibt so viele Busse mit wunderbarem Sound. Warum dann das Add-on 3 Generationen, was sich ja auf Fahrzeuge spezialisiert hat und dann auch noch Payware ist, warum da die Sounds nicht besser waren? Da war man ja schon so ein bisschen enttäuscht. Übrigens auch hier nochmal für die Detailgetreuheit. Grüner Pfeil, hier so ein Parkplatzschild. Also
das ist wirklich alles, da ist alles dabei. Ja? Ich bewundere immer die Leute, die solche Maps hinkriegen. Bewundere ich wirklich meinen vollsten Respekt. Und dann auch noch, ich meine, sowas hier, ja, das hat doch wirklich verdient, auch ein paar Euro zu kosten, meiner Meinung nach. Also, dass man sowas gratis macht, einfach aus Hobby, aus Freude, um den anderen, um den Usern vielleicht mehr Fahrspaß zu bieten oder wenn man selber Spaß dran hat, sowas zu kreieren, wenn man so viel Fantasie im Kopf hat. Ich meine, bis einem überhaupt mal sowas einfällt, weil Alheim ist ja fiktiv, ja. Bis einem überhaupt sowas einfällt, diese ganzen Linien und Strukturen und Straßen, die so zu bauen, wie sie sind. Ich glaube, ich würde da gar nicht so viel Fantasie haben. Ich würde dann einfach so ein Schachbrettmuster bauen. Nee, ein bisschen mehr Fantasie hätte man dann, denke ich, schon. Aber um dann auch noch zu wissen, wie man das alles umsetzt. Ich meine, sich so ein bisschen mit dem OMSI-Editor auszukennen, das ist eine Sache, ja. So wie ich zum Beispiel dann ab und zu mal so mit AILIS. Also ich kenne mich ein bisschen aus mit dem OMSI. Ich weiß so, wie die Grundstrukturen funktionieren. Aber dann auch wirklich, um eine Map zu bauen und die dann so zu realisieren, muss man sich ja komplett auskennen. Mit allen Funktionen. Mit allem, was im OMSI-Editor drin steckt. Das finde ich echt bewundernswert, weil da steckt so viel drin. Man muss nicht nur wissen, wie man Straßen aneinander baut, man muss wissen, wie man Splines macht, wie man Objekte und bla 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 und Objekte dreht und dann auch noch diese ganze KI und Prioritäten setzen und Fahrpläne erstellen. Das ist richtig frickelig auf Dauer, Fahrpläne zu erstellen von so vielen Linien, die ganzen Station Links zu machen und was gibt's noch? Was gab es dann noch, was man auch noch machen muss? Also Pfade auf jeden Fall. Ich muss mal kurz ansagen. Nächster Halt, Schappener See, Badestelle und Naturstation. So, Schappener See. Also das ist ja nur ein bisschen, was ich da gerade genannt habe, weil mir mehr gerade nicht einfällt, weil ich mich eben nicht so gut auskenne damit. Hallo. Genau, Ampelphasen zum Beispiel, das muss man ja auch alles machen. Eine Fahrkarte bitte. Welche Soße? Schon weg. Okay. Hier ist kein Tempolimit, das gefällt mir. Gleich mal die nächste Station. Nächster Halt, Leuchtefurt, Schule. Finde ich einen ganz lustigen Namen, Leuchtefurt. Auch schon lang gefahren, aber wieder mal in die andere Richtung, weil der 10N Richtung Brackerfeld nämlich hier lang fährt. Der gabelt sich irgendwie. Nachtbus können wir auch gerne nochmal fahren. Dann vielleicht aber den 11N, weil der 10N doppelt sich schon sehr stark mit dem 23er, wie ich gerade merke. Und wieder mal eine rote Ampel. Ja, also das ist wirklich leider ziemlich oft, dass man wirklich hintereinander weg an roten Ampeln steht. Jetzt haben wir ja sogar noch Glück. Aber ich stand da teilweise wirklich rote Ampel. Dann wird es grün, fährst du bis zur nächsten Ampel ein paar Meter weiter und ist wieder rot, ja. Also so grüne Welle, das ist halt nicht dabei, das muss man auch nicht erwarten. Ganz ehrlich, das erwarte ich auch nicht, dass grüne Wellen und sowas jetzt auch noch dabei sind. Da wäre ich einfach viel zu undankbar, wenn ich das auch noch erwarten würde. Das Lustige ist, es klingt immer so, als würde die Tür schon aufgehen und dann guckst du hin und die ist noch zu. Hallo. Deswegen denkt man Sie vielleicht erstmal so... Ich bin zu spät. Aber ihr seid live hier in der Let's Play-Aufnahme dabei. Das entschuldigt das doch vielleicht ein bisschen, oder? Oh, jetzt habe ich das Rückgeld gegeben, aber die Fahrkarte nicht gegeben. Profi! So, du auch noch? Eine Tageskarte. Ich kenne dich doch, du saßt doch. Was? Gruselig. Das wäre übrigens auch mal so eine Sache, so mal unter uns. Nee, eigentlich nicht nur unter uns, sondern schon gern alle hören auf dieser Welt. Bitte doch irgendjemand mal, ich kann das nicht und ich mache das auch nicht, weil ich die Zeit gar nicht dazu habe. Verzeihung, ja, kriegst ja gleich hier. Ich muss bloß mal kicken. Hier, ich habe irgendwie das TAG gesucht, ich weiß auch nicht. Entschuldigung. Ja, hier, bitteschön, haben Sie doch. Mann, diese ganzen Berliner hier jetzt wollte ich Freifurt sagen. Nee, in Alheim. Ja, ich wollte noch sagen, und zwar. Bitte, dass doch irgendjemand mal als Mod veröffentlicht, einfach mal so ein Package, so ein Paket von 50 verschiedenen Menschen, ja? Kinder, Großmütter, vielleicht auch Behinderte oder so, weil das wäre auch mal so ein cooles Feature. Und einfach mal so Rollstuhlfahrer so auch einbinden
könnte, dass man da so mal die Rampe ausfahren muss oder Kinderwagen, so Familien, die zusammen in den Bus steigen. Ja, und sich auch vielleicht auch mal untereinander unterhalten, so Menschengruppen oder so. Irgendwie so eine Gruppe von Jugendlichen, die abends irgendwie oder nachts von einer Party kommen. Und dass man irgendwie vielleicht auch uhrzeitspezifisch die Menschen ändert. Dass zum Beispiel so vormittags eher mehr Senioren fahren, aber nicht nur die eine Großmutter, die es gibt, sondern eben so ein bisschen mehr Varietät. Das kann doch gar nicht so schwer sein zu machen. Das ist halt nicht immer nur so dieselben dieselbe Handvoll Leute einsteigt, immer wieder mehrmals. Das wäre wirklich eine Sache, die ich mir wünschen würde. Und wie gesagt, dann weiterführen, eben so uhrzeitspezifisch, vormittags mehr Senioren, nachts dann vielleicht mehr so, also vielleicht düstere Gestalten und vielleicht so jugendlichen Gangs, wie gesagt, die von einer Party kommen oder sowas, vielleicht auch ein bisschen betrunken sind. Und tagsüber eben so eine Mischung, vielleicht so im Berufsverkehr dann eher so Leute, die von der Arbeit kommen. Wie gesagt, vormittags eher so Leute, die einkaufen fahren, vielleicht so mit Einkaufstüten oder sowas. Dass halt zumindest so ein bisschen so uhrzeitspezifisch auch die Leute so sich ändern. Dass halt nicht mitten in der Nacht irgendwo im dunklen Wald so ein kleiner Junge einsteigt und eine Kurzstrecke für ein Kind haben will, ja. Also, das sind halt so die kleinen Ungereimtheiten noch, die von denen ich mir vorstelle, also ich weiß gar nicht, ist es denn anspruchsvoll und schwer, solche Menschen-Skins zu erstellen? Wahrscheinlich schon, weil man braucht ja so halt echte Menschen als Vorlagen. Also ich würde mich opfern dafür, ja, also falls jemand da nächster sowas halt gerne machen will im Dreistein und irgendwelche Leute braucht, die da sozusagen für posen, weil diese ganzen Texturen muss man ja auf die Leute draufballern, ja, das ist wahrscheinlich gar nicht so unanspruchsvoll. Warum steht hier eigentlich Tillmannshof? Nee, Tillmannsdorf und hier oben im Dreistein? Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich ein kleiner Bug, der sich eingeschlichen hat. Oder ist das irgendwie gewollt, aber da ich neu in der Stadt bin, weiß ich nicht, warum das so ist. Kann auch sein. Man muss ja nicht immer gleich Bugs unterstellen. Oder Fehler von anderen, nur weil man sich selber nicht auskennt. Das ist übrigens eine ganz wichtige Sache auch im Leben. Wenn man keine Ahnung hat, erstmal davon ausgehen, dass die anderen mehr Ahnung haben. Da kann man sich so manche peinliche Situationen und auch Konflikte mit ersparen, auf jeden Fall. Nächster Halt. Nächster Halt, Buchhausen. Ich gehe mir mal ein Buchhausen, ein Haus buchen, Entschuldigung. So, stopp den Ausbau. Ach, hier schon wieder. Nee, das ist aber eine andere Stelle wahrscheinlich. Tut mir leid für meine schlechten Witze. Das rutscht einfach so raus. Aber das haben ja auch viele Let's Player so an sich, dass sie gerne Flachwitze machen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen auf mich übergeschwappt über die Jahre. So diese Tendenz, ich mache jetzt mal einen Flachwitz. Ich bitte es zu verzeihen. Muss ab und zu mal sein. Ich bin aber trotzdem kein Schwein. Lass es immer so aus. Okay, so fahr jetzt. Danke. So, und ich sollte vielleicht. Ich gucke mal auf meinen Timer. Bevor ich hier die ganze Linie zu Ende fahre. Ja, der sagt gerade 26 und ich habe bestimmt 10 Minuten gebraucht, bis ich ihn angemacht habe. Also, die Folge wird auf jeden Fall lang genug, wenn wir an der nächsten Haltestelle Pause machen. Nächster Halt, Dornsbügge. Dornsbügge, das ist doch ein super Name. Haltestellenname, um Pause zu machen. Und mal gucken, was uns dann übrig bleibt. 12:38. Ah ne, das ist jetzt die aktuelle Uhrzeit, nicht die Ankunftszeit an der Haltestelle. Folgenpause. So, ist vielleicht nicht ein ganz geeigneter Ort. Oh, ich will noch nicht mal rein und aussteigen. Jetzt wundern sich die Fahrgäste, warum ich anhalte. Erstmal danke fürs Zuhören, liebe Freunde. Und die Aussicht ist natürlich für euch da. Es gibt demnächst die nächste Omsi-Folge. Das ist immer der Vorteil in diesen Zweiteilern. Man weiß relativ gewiss, dass die nächste Folge relativ bald kommt. Aber ich werde versuchen, halt mein Bestes zu geben, mich da mal dran zu halten. Mehr oder weniger regelmäßig Omsi-Folgen zu bringen. FIFA, naja, muss jetzt vielleicht nicht mehr so oft sein, weil FIFA 15 vor der Tür steht und die WM vorbei ist und so weiter. Da werde ich vielleicht nicht mehr so viele Videos bringen. Cities in Motion 2 muss ich mal gucken, ob ich da noch Lust zu habe. Aber ansonsten erstmal, Omsi hat, denke ich mal, erstmal Priorität. Ja, weil das die meisten von euch gerne gucken. Gut,
Dann danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, bevor hier ein Riesenstau entsteht. Ciao, ciao.